Läuft's. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Hier unser Dreifach-Elixier-Challenge. Wie weit sind wir gekommen? 9 Siege. Ja, also hätten wir gewonnen, hätten wir jetzt noch 24.000 Gold mehr. Deswegen erklärt es auch, dass wir jetzt so viel Gold haben. Uli, das ist wirklich viel. Ehrlich jetzt. Gut. 9 Siege. Auch was Schönes. Was kriegen wir? Was sagt unsere Turnier-Chest? Keine legendäre definitiv, aber dreimal der Clone Spell. Okay, der Ingame Zone merkt man schon wieder, ist wieder. Okay, jetzt müsste es wieder gehen. Okay. Aber ich habe keine Gems mehr, um nochmal teilnehmen zu können. Leider. Aber mit diesem Deck bin ich jetzt durchgestartet. Also, wir werden uns hier mal ein paar genüssliche Wiederholungen angucken. Irgendwie. In letzter Zeit mehr 3 Crown, also Free Crown. Okay, jetzt eher wenig. Gut, das war jetzt wohl Pech. Aber ja. Hauptsache, unser Goldstand, der ist jetzt wirklich gut. Dann habe ich 50.000. Also, ich könnte mir dann eine Epic Chest gönnen. Oder? Ritter, Sepp. Irgendwas davon kann ich auf Level 11 machen dafür. Ich weiß es noch nicht, was ich dafür verbessere. Oder ob ich nochmal spare. Aber erstmal hier ein paar Kämpfe. Ja. Gucken wir uns mal das an. Wie das abging. So, diese Kämpfe gingen hier aber wirklich mal. Ja. Bisschen krass ab. Das war jetzt auch wirklich von der Challenge. Ja. Mit der starken Unterstützung des Clone Spells. Er hat da voll meinen Ritter missachtet, wie er da Schaden gemacht hat. Oh Gott. Das ging aber richtig ab. So wie der Dark Prince da auch richtig abging. Okay, das Beste davon waren die drei Musketieren. Die gingen richtig ab. Okay, da hat sich das der Klon wohl doch eher schlechter angefühlt. Und da zeigt er schon das Wütende. Weil er offenbar gedacht hat, oh Gott, das Deck ist zu OP, das hat mir so viel Schaden gemacht. Hilfe! Ja, und da kommen die drei Musketierinnen. Mit der Abwehrmaßnahme Nachthexe und Ritter. Noch mehr Schaden an den Turm. Und die Nachthexe holt den sich sogar. Das ist so übel. So übel, was hier abgeht. Also abging. Quasi privaten natürlich gezockt. Jetzt kommen natürlich die Highlight-Wiederholungen von der Challenge. Aber dann ist irgendwie die meisten Siege nur Free Crowns sind, so gut wie. Okay, ich hab. Okay, meine Decks waren ja nicht eine eigene Sache, aber eher gesagt, das habe ich jetzt einen von einem meiner Gegner gefunden. Das fand ich auch wirklich so krass. Ich wollte das einfach nur zocken. Ich wollte es ausprobieren. Und dann, oh Gott, wie OP ist es? Und da hast du gedacht, komm, zock weiter, so weit wie du kannst. Und dann bin ich bei der neuen stecken. Also, neun war für mich Schluss. Im ersten Versuch nichts. Aber im zweiten Versuch, nachdem ich die 100 Gems ausgegeben habe, also habe ich jetzt wenigstens nur noch. Ja, 3, 15 Gems. Aber das Ausgeben hat sich für mich ehrlich gelohnt. Ich bin wirklich goldreicher und habe wirklich ein paar Karten gekriegt. Das war doch wirklich. Holy shit, das war so krass. So krank, krass war die Challenge. Die letzten Siegstatistiken. Ja, das ist das andere Deck.
da wo ich noch nicht auf das Deck umgestiegen bin. Da war das Deck und das, seitdem habe ich meistens nur gewonnen. Meistens. Ja gut, dieses Sparky-Deck, das war noch härter. Aber hätte gedacht, dass Sparky sich in der Dreifach-Elixier-Phase auch gut lohnen würde. Ehrlich jetzt mal. Hier ist auch noch was. Drei Musketieren. Da habe ich zwar verloren. Aber sein Deck war übel mit Friedhof, drei Musketieren, Spiegel. Aber hier ist auch noch. Na, ich würde jetzt mal sagen, eher weniger Highlight, weil das Kartenlevel war nicht so passend. Gucken wir uns das mal an. So, da war eben halt dieses schnelle Durchcyclen deshalb und ich war halt, ich war. Also vom Vorteil ging es direkt immer hin und her. Also ich hatte definitiv einen Vorteil wegen Golem. Er hatte vorher seinen Friedhof verbraucht und sonst, so wie sein Poison. Dadurch bin ich ein bisschen in den Elixier-Vorteil geraten. Und auch was der Einheit betrifft, weil ich schon noch was auf dem Feld hatte, was wirklich gut war. Dadurch ist ein bisschen auch was Schaden durchgegangen. Er hatte auch den Klonspur. Dieser Poison von ihm war nicht schlecht, aber der Golem kam trotzdem dran. Und dann ist das sein Turm gewesen. Ich hatte mich vollladen lassen in dieser Zeitspanne. Aber hier sieht man die Durchschlagskraft des Decks wirklich richtig deutlich. Das ist fast so, als würde ich sagen, in der Challenge wie, ich würde es mal sagen, OP. Na gut, ich bin auch einige von den Elfern begegnet, die schon liegen haben. War natürlich auch einerseits spannende Kämpfe, andererseits. Ja. Ja, weniger. Double Friedhof hat sich da aber nicht gelohnt. Weil ich habe da drei Türme, die abwehren. Drei Türme. Ehrlich jetzt mal. Mein Golem war der Herd. Das war tatsächlich der Lavalun. Da war ein Unentschieden. Das ist was anderes. Das ist ein Testspiel. Das ist ja Challenge. Aber das Deck war echt hyper krass. Mir hast du sagen dürfen. Drei Meilensteine haben wir gekriegt. Und das war auch schon wirklich viel Gold. Ups. Wollte ich nicht. Ja, ein paar Wiederholungen habe ich geteilt. Schau dir die Wiederholung an. 3-0 und dann hier. Alter, wie stark. Sieg Nummer 7. Und hier bei der 6, die Äxte sind förmlich geflogen von vier Scharfrichtern. Zwei davon geklont. Das schauen wir uns aber auch noch an. Zwar, dass das Riesenskelett hier Level 3 ist. Aber erstaunlicherweise hat er auch wirklich ein gutes Deck. Nur das Kartenlevel war nicht so. Wie soll man sagen? Optimum. Aber das war schon wirklich krass, wie weit er denn gekommen war. Trotz Level 8. Na ehrlich. Da kann man ihn loben. Also er könnte auch wirklich ein guter Royal werden. So mit der Zeit. Wenn das Kartenlevel perfekt ist. Erst da war die Axt dreimal rangekommen an den Tower. Da sieht man schon förmlich, er ist schon gefallen, sozusagen, wenn der Feuerball fliegt.
Aber da merkt man auch, wie verzweifelt er die Riesenskelette klont. Aber es bringt ihm nichts. Golem kam dran und hat ihm den Turm geraubt. Feuerball des Magiers des Gegners war zu schwach, um den standhalten zu können. Nachthexe voller erfolgreicher Riesenskelettabwehr. Allerdings kommt dann auch da ein Balloon, dessen Todesschaden ich noch abbekommen habe. Selbst vom Klon. Der Feuerball, richtig stark von mir. Golem mit den Explosionsschaden und ein paar Hits. Also ehrlich. Das war schon heftig. Der nächste Fireball. Da kommen die beiden Äxte geflogen. Noch ein Scharfrichter mehr. Und der nächste Golem. Mit dem nächsten Klon. Da sehen wir vier Scharfrichter stehen. Und vier Äxte fliegen. Holy shit, wie viele Äxte. Und der Turm war gefallen. Es gibt aber noch mehr Äxte. Aber das war schon echt eine große Zahl. Einmal so ein Kampf. Vier Scharfrichter. Wow. Was soll ich sagen? Einfach wow. Ja gut, das soll es erstmal gewesen sein. Hier mal, das waren ein paar Highlights gewesen von der Dreifach-Elixier-Challenge, die ja heute begonnen hat. Gemeinsam mit der Clan-Truhe und die Farmungsarbeit hat da ja begonnen. Also wir haben von der Challenge 28 Kronen für die Clan-Truhe gekriegt. Und das Gold hat sich wirklich gelohnt. So wie die Karten. Der Klonspell, ja. Der war zwar ein bisschen, ja, wie wir den bekommen haben, aber okay. Damit kann man irgendwie leben, sicherlich. Wenn man schließlich den Klonspell ja verbessern muss, ja, schließlich für irgendwann mal einen Zweck, wo man ihn wirklich braucht. Weiß ich ja nicht. Aber ich denke, die Clonespell-Error ist noch nicht wirklich richtig eingetroffen. Gut, aber das war's jetzt erstmal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein. Und ich kann euch nur wirklich dieses Deck empfehlen. 4,1, es ist wirklich, wenn man hier an den Replays sieht, dass es wirklich gut zu spielen ist. Also wirklich empfehlenswert. Gut. Ciao. Viel Erfolg bei der Challenge.